Heute zeige ich euch mein Trade in der UPS-Aktie und in der VW-Aktie. Ich zeige euch meine Trading-Strategie, in die ab jetzt jeder von euch, wenn er möchte, investieren kann. Also somit ganz genau meine Performance, also meine Rendite kopieren kann. Jetzt hier seht ihr meine Performance-Kurve von meinem Trading-Portfolio, also fast 37% jetzt seit 6. Januar 2021. Hier seht ihr meine Monatsergebnisse aktuell. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Bisher jeden Monat hier mit Plus beendet. September ist ja noch nicht ganz zu Ende, aktuell aber auch im Plus. Wenn wir hier das Portfolio, mein Trading-Portfolio im Vergleich zu den großen Aktienindizes anschauen, sehen wir, dass das Portfolio deutlich besser abschneidet. Jetzt eben seit diesem Jahr, hat der Nasdaq 21% Rendite erzielt. Der Eurostoxx 15, der DAX ungefähr 12% Rendite in diesem Jahr und das Trading-Portfolio hat hier 37% Rendite erzielt, also eine ganz klare Outperformance. Auch hier sieht man dann nochmal die einzelnen Kurven und mir ist es eben auch immer wichtig, es gibt zwei Stellschrauben. Erstens die Rendite, wie wir ja sehen, ist die um einiges höher als die gelaufenen Indizes. Dann gibt es aber noch eine zweite Stellschraube, die für mich genauso wichtig ist. Und zwar, das sind die Abwärtsschwünge. Also in den Phasen, in denen das Portfolio bzw. der Aktienindiz nicht gut läuft. Und da bin ich auch sehr zufrieden gegenüber den Aktienindizes. Wenn wir hier die Schwankungen ansehen, haben wir hier starke Schwankungen nach unten. Das Trading-Portfolio ging hier recht glatt nach oben. Hier starke Schwankungen nach unten. Das Trading-Portfolio ging sogar nach oben in der Zeit. Und das sehen wir immer wieder. Dann hatten wir jetzt hier wieder eine etwas größere Schwankung nach unten. Das Trading-Portfolio hat diese Schwankung nicht so stark mitgemacht, hat jetzt schon wieder fast neues Allzeithoch gemacht. Also das ist eben auch ein ganz klares Qualitätsmerkmal. Wenn ihr jetzt in dieses Trading-Portfolio investieren wollt, das könnt ihr eben ab jetzt machen. Zu diesem Trading-Portfolio kommt ihr, wenn ihr unten in der Videobeschreibung seht ihr einen Link. Dort könnt ihr einfach draufklicken. Der leitet euch dann auf eine weitere Seite weiter. Diese Seite nennt sich Wikifolio. Wenn ihr euch dann kostenlos auf dieser Plattform angemeldet habt, seht ihr dann die ISIN und die WKN von meinem Trading-Portfolio. Und dann geht es ganz leicht über die Hausbank. Könnt ihr dieses Portfolio suchen und dann einfach investieren. Und wie ihr es auf diesem Kanal schon gewohnt seid, werde ich euch dann Woche für Woche hier mitnehmen und euch begleiten, was hier in meinem Trading-Portfolio sich tut, welche Aktien ich hier kaufe, was meine Idee dahinter ist, was ich in negativen Phasen des Portfolios, sowohl in positiven Phasen des Portfolios mache, wie ich es manage. Also ihr werdet eins zu eins transparent an die Hand genommen und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. So, dann zeige ich euch jetzt noch direkt meine zwei neuen Aktientrades. Ich erkläre jetzt hier meine Strategie und meine Idee hinter diesen Trades. Fangen wir bei der UPS-Aktie an. In diese Aktie habe ich vor circa 3 Tagen investiert. Und jetzt zu meiner Trading-Strategie. Für mich ist wichtig in meiner Trading-Strategie, dass ich nur kaufe. Also ich möchte mit dem Trend handeln. Also wenn der Markt hier steigt, versuche ich mich in diesen steigenden Markt sozusagen einzukaufen. Und dafür sind für mich auch die gleitenden Durchschnitte wichtig. Das ist die grüne Linie ist der Durchschnitt der 50 Handelstage, der letzten 50 Handelstage. Und die rote ist der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Und immer dann, wenn dieser Trend wieder günstig ist, also das bedeutet, wenn der Markt hier wieder zwischen die Linien hier kommt, zwischen die Durchschnitte kommt, dann ist der Trend durchschnittlich günstig. Und ich gehe davon aus, dass wir in dieser Zone wieder einen Impuls sehen. Also sowas wie hier beispielsweise, eine schnelle Bewegung nach oben. Hier hatten wir das ja auch, eine schnelle Bewegung nach oben. Dann hier eine langsame Korrektur nach unten in die gleitenden Durchschnitte rein. Und dann hat sich hier der neue Impuls entwickelt. Und genau das sehen wir jetzt hier wieder aktuell. Wir haben hier jetzt eben eine Korrektur bekommen. So, hier runter. Und jetzt denke ich, dass hier wieder ein Impuls kommen kann. Diese Strategie hat eine Trefferquote von aktuell 44%. Also 44% der Fälle passiert dann tatsächlich auch hier ein stärkerer Impuls. Wie wir dann aber auch sehen, in 56% der Fälle wird diese Strategie auch verlieren. Das ist aber gar nicht direkt
wichtig, weil wenn wir hier gewinnen, wie wir hier auch an diesen Kästchen sehen, wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir das Vielfache. Das grüne Kästchen ist immer viel größer als das rote Kästchen und darauf kommt es an und deswegen ist die Strategie eben auch erfolgreich und deswegen seht ihr eben auch dann diese Performance-Kurve, wie oben links hier nochmal schnell eingeblendet und darauf kommt es dann eben auch im Trading drauf an, dass wir hier eben die zwei Stellschrauben haben von Trefferquote und eben CAV, also Gewinnchance und wenn diese zwei Parameter dann zueinander greifen, entsteht eben eine erfolgreiche Performance-Kurve. Hier sehen wir jetzt die Volkswagen-Aktie. Da ist es tatsächlich genau dasselbe. Impuls, Korrekturverhalten hier nach unten. Und jetzt sind wir hier, haben wir hier durch diesen Kanal sind wir durchgeschossen. Wir sind wieder reingelaufen. Jetzt habe ich hier ein Signal bekommen. Hier sehen wir wieder das grüne Kästchen und das rote Kästchen. Mein Ziel hier sehen wir jetzt hier oben bei der 240, 241. Also wenn der Markt jetzt hier bis oben durchläuft, haben wir das Vierfache gewonnen und das passiert eben in 44% der Fällen. Ja, das soll es dann direkt mit diesem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Und nochmal kurz gesagt, wenn ihr jetzt einfach nur meine Strategie kopieren wollt, ohne Aufwand, und eben auch solche Renditen, wie ich erzielen wollt, dann in der Videobeschreibung findet ihr meinen Link zu meinem Trading-Portfolio. Und somit könnt ihr investiert sein und hier einfach am Laufenden bleiben und dieselbe Rendite wie ich erzielen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.